Heute spielen wir ein Spiel namens Goosey. Was ein Spiel ist, wo wir Dr. Jax entkommen müssen. Nun, dieses Spiel ist ziemlich episch, denn es ist ein Spiel von einem YouTuber namens FGTV. Und zwar ist ein amerikanischer YouTuber. Bestimmt kennen ein paar, bestimmt ein paar nicht. Aber wie auch immer, denn es geht darum, die Familie zu retten vor Jax. Wir sind im Haus und wir müssen uns im Haus umsehen und gucken, was für Geheimnisse wir dort finden. Und anscheinend habe ich irgendwas mit dem Schleim gesehen oder so und mit der Schleimwaffe. Ich bin mir nicht genau sicher. Also, ich habe selbst nicht wirklich gesehen, was da passiert. Aber wir werden es jetzt spielen und selbst mal auschecken. Weil es sieht echt episch aus. Es sieht irgendwie aus wie so ein Entkommungsspiel wie Granny oder so. Also, ich weiß auch nicht. Wir werden es auf jeden Fall spielen und hoffentlich eine Menge Spaß damit haben. Übrigens, laut einer Statistik haben 60% der Leute noch nicht unten kostenlos abonniert. Also, wenn du einer davon bist, dann schau nach, ob du es getan hast. Und lass dann noch oben dafür mehr Videos. Okay, lass uns spielen. Wow. Okay, das Haus wird dann verkauft. Okay, da lebt also keiner drin, wie jetzt. Hä, das ist ja ganz weg. For rent. Das ist doch, es wird verkauft oder nicht? Ich bin mir aber nicht sicher gerade. Oh, da ist die Waffe. Die habe ich gesehen. Wir können vorspulen, aber ich will das nicht, weil das irgendwie episch ist. Wir haben eine Waffe gefunden. Oh, so bewege ich mich. So kann ich... Oh, das ist episch. Alter, das ist echt gut gemacht. Und so kann ich... Wow, draufklicken auf Gegenstände, die leuchten. Oh mein Gott, wie episch ist das denn? Hier ist nichts drin. Das ist Slime weg, okay. Oh, das hat nämlich jetzt Slime Rancher. Das hat nämlich mega Slime Rancher irgendwie. Hier haben wir Schlüssel, aber die können wir nicht aufheben. Okay, kann ich irgendwie den Schleim hier aussaugen? Oh, mit der Waffe kann ich Schleim aufsaugen. Okay, das ist irgendwie episch. Was? Okay, das ist gerade echt spannend. Was passiert hier gerade? Das ist ein fettes Haus. Überall ist Schleim. Soll ich das ganze Schleim aufsaugen? Was steht da? Schlüssel? Oh nein. What? Oh mein Gott. Ich glaube, ich weiß, wer Dr. Jax ist. Ein riesiger Schleim-Ding. Da, Dings da, Bums da, keine Ahnung. Oh mein Gott, der kam von hier, ne? Okay, das ist gerade echt gruselig. Wir haben ein TV. Interessant. Hier können wir... Okay, hier ist nix. Das Spiel ist echt crazy gut. Also, die Steuerung ist halt richtig geil. Ice Cream war ja auch so geil auf jeden Fall. So, Handyspiele mit so richtig geiler Steuerung auf jeden Fall. Lass mal sehen. Okay, Münzen. Nehme ich gerne mit. Meine Waffe kann ich auch nicht verschießen. Warte, da ist aber... Kann ich das... Wieso kann ich das nicht einsaugen? Ach so. Ah. Ich kann die Waffe ändern. So. Warte, warte. Vielleicht muss ich drauf schauen. Wieso geht's nicht? Ich müsste nochmal... Ah, jetzt geht's, okay. Hm, aber wozu ist das andere dann? Das hier. Verstehe nicht, wozu das ist. Egal, wie auch immer. Spielt ja heute nicht wirklich eine Rolle. Vielleicht können wir noch was freischalten. Ich meine, ich werde einfach das Ganze hier aufsaugen. Was haben wir hier? Habe ich mich noch gar nicht umgesehen. Oh, hier ist eine Menge. Boom. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Okay. Sehr interessant. Lass mal das hier aufsaugen. Genau. Hier ist anscheinend Dr. Jax oder wie auch immer der heißt zum Mittag. Oh. 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 Oh, scheiße. Scheiße. Ach so, er läuft weg. Er ist ein Partner eigentlich. Was? Was? Drei Leben noch übrig. Zwei Leben noch übrig. Hä? Was hätte ich denn da... Ich hab gar nichts mehr. Was hätte ich denn da tun sollen? Wie hätte ich den töten sollen? Okay, das würde mich halt mega... Aber der ist nett, oder? Du bist ja nett, richtig? Okay, kann ich dich trotzdem einsaugen? Nee, ne? Was ist das hier? Wie kann ich dir helfen? Hallo, ich kann dich einsaugen. Nee, geht nicht, okay. Doch, ich kann es einsaugen. Was zum Teufel? Ich kann das halt einsaugen. Hey, warte, warte. Machen wir mal das hier auf. Ist hier irgendwas drin? Ich habe es für eine Sekunde geöffnet und dann war es weg. Hey. Ich weiß halt nicht wirklich, was ich hier tue, aber ich versuche einfach die Geheimnisse des Hauses zu enthüllen. Wir sammeln wir das auf. Das ist irgendwas. Kassettentape. Oh. Er macht moderne Sachen, normale Sachen, viel stärker. Okay, der Typ ist also stark geil. Oh nein, 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 nein. Was soll ich dagegen tun? Ich bin letztes Mal gestorben, also ich dachte, ich kann dagegen irgendwas tun. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann, ehrlich gesagt. Also ich habe wortwörtlich keine Ahnung. Oh mein Gott, das verfolgt mich, oder? Ja, 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 okay. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Geh da rein. Nein, ich bin tot. Ich bin tot. Ich saug dich auf. Hä? Ich check nicht, was ich dagegen tun soll. Das ist Teil ist, es erfolgt mich und dann sterbe ich einfach. Okay, ich war auf jeden Fall noch nicht oben. Das ist ebenfalls interessant. Und da oben ist auch noch mehr Slime. Na gut, dann gehen wir nach oben. Hier gibt es auch noch mehr. Alter, das Haus ist immer so fett. Das ist so ein fettes Haus irgendwie. Ist ja echt crazy. Sehr interessant. Also ganz ehrlich, ich muss wissen, wie ich die Teile töte oder woher die kommen. Ich muss wissen, woher die kommen. Kann ich das wenigstens auch mal bitte? Das ist ein Problem, würde ich ganz stark behaupten. Auch nichts drin. Oh nein, nein. Ist es immer da, wo ich zuletzt gestorben bin? Geht nicht, scheiße. Ich kann nicht mehr saugen. Ich habe das Saugen verlernt irgendwie. Oh, das habe ich verloren. Kann ich wieder saugen? Bitte. Ich kann nicht mehr saugen. Wieso nicht? Was ist das hier eigentlich? Oh, ist das so ein... Oh. Ah, Slime weg. Habe ich das irgendwie fallen lassen oder so? Oder was ist geschehen? Jetzt kann ich doch bestimmt wieder... Ja? Oh, let's go. Sehr schön. Alter, interessantes Spiel. Also, es ist irgendwie super mysteriös, weil ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht gerade. Houseplants. A blueprint of home which has been torn up and missing information. Also, fehlende Informationen, weil es kaputt ist. Ansonsten ist hier leider gar nichts. Ein Föhn auf dem Boden ist aber sehr gefährlich. Oh, okay. Toilettenpapier.
Respektiere ich dein Papier? Oh. Okay, versteck dich. Oh mein Gott, hat's geklappt? Nein, nein, natürlich nicht. Oh. Ich check dieses Ding nicht, ne? Wieso ist das Spiel so schwer? Ein extra Leben kann ich haben. Ja, okay, ich will ein extra Leben haben, weil... Seien wir mal ehrlich, sonst verzweifle ich. Okay, aber wir haben noch eine andere Tür hier, die wir ebenfalls hier Dinger machen können. Genau, genau, Dinger machen können. Genau, das wollte ich sagen. Sehr gutes Deutsch auf jeden Fall. Warte, hier vielleicht so. Ja, perfekt. Let's go. Okay, wisst ihr was? Ich schließe die Tür. Wieso ist dieses Haus so fett eigentlich? UFO, ein Radio oder eine Mikrowelle ist das, ne? Das ist eine Mikrowelle. Alter, wir sind voll im Zukunftsspiel gelandet. Das Gute ist, ich kann die Sache nur einmal klicken, was echt episch ist, weil da kann ich gucken, ist da was drin oder ist da nichts drin, ne? Okay, mehr Schleim. Ich werde einfach mal alles aufsagen. Ich weiß nicht, wieso ich das tue, aber es kann nur Vorteile haben, richtig? Oder? Und lohnt sich das überhaupt, das wegzumachen? Ich glaube eigentlich, ist das nur Zeitverschwendung, ne? Okay. Es geht in den Keller. Na dann, wollen wir mal sehen. Bin ich gelandet? Was ist das hier? Ein Code? Weiß nicht. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nein, das klappt natürlich nicht. Ich glaube, ich sollte mich verstecken, oder? Ich bin tot. Hier an der Wand ist noch mehr Schleim. Ey, was? Incorrect Tool. Ein falsches Tool. Oh, scheiße. Ja, ich bin tot, oder? Kann ich hier lang? Also, sobald dieses Teil in meine Nähe kommt, bin ich sofort tot. Da gibt es gar keine Chance mehr. Also, das ist... Ich weiß nicht, wie man das Teil tötet, bin ich ganz ehrlich. Aber es scheint so, als wäre dieser Typ unser Gegner. Aber das ist doch nicht Dr. Jax. Dr. Jax klingt wie ein Mensch. Was ich meine? Hä? Wieso ist das diesmal... Hä? Wieso ist das diesmal zu? Ich bin halt so verwirrt. Ist es bei jedes Mal anders? Bitte nicht. Ich glaube, es ist jedes Mal anders. Ich weiß nicht, ob ich das alles aufsaugen muss. Ich glaube nicht. Aber wir machen das mal. Wir gehen durch die Tür. Weil anscheinend ist es wirklich immer anders. Was aber auch Sinn ergibt, dass man es öfter spielen kann. Oh, oh, oh. Ich habe was gefunden. Wow. Oh. Oh. Ein rotes Tool. Ex-Hammer. Ah. Kann ich damit das Teil attackieren? Stell euch mal vor. Kann das sein? Oh mein Gott, ich hoffe so sehr. Das wäre episch. Könnte ich das Teil dann fertig machen? Oh, hi. Ach so, das Teil haut ab, ne? Ich kann sich aufsaugen. Er ist nicht lila, ist nur gelb. Was ist das hier? Newspaper Clipping. Was steht da? Plans to open bakery. Also, der Wissenschaftler plant, eine Bäckerei zu öffnen. Aber wieso sollte er das tun? Wieso eine Bäckerei? Wieso keine Drogenfabrik? Das wäre doch mal eine gute Idee, keiner Spaß. Sehr interessant. Ich denke ganz ehrlich, mit dem Teil können wir uns verteidigen. Ich meine, beziehungsweise ich hoffe es. Da geht es auch nicht rein. Ah, warte, warte, warte. Oh mein Gott. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Das ist gerade episch. Das feiere ich ja gerade mega. Okay, da können wir jetzt durch so viele Türen gehen. Ich habe mich schon gewundert. Also, das Teil ist auch nicht da, um ihn zu töten. Also, um ihn zu töten, es gibt eigentlich keine Möglichkeit, glaube ich. Da ist der Gelbe. Ich würde dir gerne helfen, Bro, aber ich weiß nicht, wie. Ich weiß nicht, was ich mit dir tun soll, okay? So gar nicht, nämlich. Das ist ja interessant. Oh, verdammt, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Der Typ lässt mich ja noch nicht in Ruhe, ne? Ich muss weiter weglaufen. Ich bin tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er ist süß. Oh mein Gott, ist das süß. Wie der lang läuft. Okay, wir sind weg. Wozu ist aber... Ich verstehe nicht wirklich, wozu das alles da ist. Ich bin so verwirrt. Ja, ehrlich gesagt, Leute, ich bin wirklich verwirrt. Das heißt, wenn wir alles durchchecken... Oh. Warte, ich kann dich eigentlich auch einsaugen, glaube ich, oder? Ich glaube, ich kann dich jetzt einsaugen. Ja, ich hab ihn. Sehr gut. Oh nein, da hinten ist er. Ist okay. Okay, wir müssen erwarten, bis der Typ weg ist. Bis der Typ mich irgendwie verliert. Bitte, bitte, bitte. Verfinde mich nicht. Ja, wir haben überlebt. Sehr gut. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal nach oben. Sorry, Buddy. Ich kann dir wirklich nicht helfen. Ja, ja, ja. Hier. Tür ist mal rein. Oh! Oh! Oh, ich glaube, ich verstehe. Ich glaube, ich verstehe. Wir müssen, ich glaube, die Teile aufsaugen. Weil der Typ immer da spawnt, wo diese Flecken sind. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, ich glaube nämlich wirklich. Ich glaube, tür das mal rein. Aus diesen Dingern kommt er. Und deswegen müssen wir die wegsaugen, damit er nicht mal rauskommen kann, sozusagen. Wisst ihr, ich meine? Denkt ihr, das könnte sein? Ich denke, das könnte sehr wohl sein. Weil er muss ja hier aus diesen Gegenden kommen. Anders geht's ja gar nicht, richtig? Oh Gott, schon wieder. Von wo dieses Mal? Okay, ich bin tot. Scheiße. Ich kann mich nicht bewegen. Da war irgendwie ein Stuhl in meinem Weg. Okay, wie auch immer. Ich meine, jetzt alles einzusaugen, könnte ich machen. Aber das muss ich gleich mal einfach anmachen, auf jeden Fall. Das ist nämlich wichtig. Ansonsten kann er überall spawnen. Hier habe ich noch gar nicht durchgecheckt. Okay, hier ist nichts drin. Okay. Okay, daneben nicht. Was soll's? Ist okay. Dann muss ich das wohl so akzeptieren. Code habe ich nicht. Tut mir leid. Soll ich irgendwas eingeben? 777. Ist das, was du willst? Nein. Dann machst du Geräusche und Panik, sodass ich, dass jemand kommt, ne? Noch ein... What? Warte kurz mal. Ich habe die Lampe bewegt und einen Geheimgang gefunden. Dieses Haus ist verrückt. Oh mein Gott, scheiße. Ich bin tot, oder? Ich renne einfach hier lang. Hier. Ich bin tot. Okay, ich bin doch nicht tot. Okay, ich verstecke mich hier. Bleibe hier stehen. Das ist weg. Gute Neuigkeiten, Freunde. Das ist weg. Immerhin können wir das jetzt aufsaugen hier. Ich hoffe, das ist dazu da. Ich hoffe so sehr, ne? Okay, hier auch noch. Freunde, das ist so ein Zimmer, wo es super viel zu sehen gibt. Und hoffentlich bekomme ich irgendwie eine andere Farbe oder so mal. Oh, blau. Okay, wir haben jetzt blau. Ich würde sagen, ich mache das Rote aber weg, oder? Ich würde sagen, ich werde das Rote mal wegmachen. Weil ich würde gerne blau mal benutzen. Aber wofür? Aha, wir können blau auch mit anderen Sachen aufzeichnen. Stimmt. Aufsaugen meine ich natürlich. Aufsaugen. Aber blau gibt es halt nicht so viel. Blau gibt es halt nur ganz wenig. Das ist das Ding. Jetzt zum Beispiel, ich sollte jetzt mal das sein. Das ist so viel hier, das ist echt unnormal. Oh! Oh!
Ich hab mich so erschreckt. Müssen wir die alle aufsaugen? Noch her. Ich will dich aufsaugen, hallo. Das ist blau. Ich kann den nicht aufsaugen. Wieso macht er hier das? Oh mein Gott. B8290. Oh mein Gott. Oh mein Gott. E290? Das ist für B. Oh mein Gott. Ich verstehe. Dafür ist es da. E. Okay. Wisst ihr was? Ich hab eine Idee. Ich will das Video von immer stehen lassen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst es doch oben da. Das Spiel ist ziemlich geil auf jeden Fall. Abonniere kostenlos, falls du es noch nicht getan hast. Aktiviere die Glocke, falls du schon abonniert hast. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye.